Wir sehen uns auf reitschuster.de. Es war ein Déjà-vu und es waren bizarre Szenen in der Bundespressekonferenz, wo offiziell keine Maskenpflicht mehr herrscht, aber wo, wie Sie hier sehen, die Journalisten weiter freiwillig diese Maske tragen, während der Minister vorne sagt, man muss die freiwillig weitertragen und sie selbst eben nicht tragt und gar nicht merkt, wie unglaubwürdig er sich damit macht. Ich habe die Pressekonferenz wieder für Sie analysiert, ich habe sie dechiffriert, es ist harter Tobak, aber Sie sollten sich das antun, denn sonst werden Sie im Herbst vielleicht wieder in einem alten Albtraum aufwachen. Zumindest sprach hier einiges dafür auf dieser Bundespressekonferenz, auf der ich ja jetzt keine Fragen mehr stellen darf. Vielen Dank für die Einladung auch wieder, dass wir hier in bewährter Form tagen dürfen. Mit bewährter Form meint der Minister offenbar, dass die Bundespressekonferenz dafür sorgt, dass kritische Journalisten keine Fragen stellen dürfen. Das hat sich bewährt. Ich möchte auf zwei Bereiche zu sprechen kommen. Zum einen, wir haben jetzt eine Sommerwelle vor uns. Oder höre ich schon das Gras wachsen? Und wie wir damit umgehen können. Und zum zweiten will ich auch über die Vorbereitungen für den Herbst ausführen. Schon einiges an die Presse, unter anderem, dass geplant ist, eine OO-Regelung einzuführen. Masken von Oktober bis Ostern, egal ob man es braucht oder nicht. Sehr leer der Saal heute in der Bundespressekonferenz, wie üblich. Naja, wenn man die kritischen Mitglieder ausschließt oder nicht zulässt, braucht man sich nicht wundern. Wir müssen daher davon ausgehen, dass wir in dieser Sommerwelle auch relativ hohe Inzidenzen haben können. Fast die ganze Welt hat Corona vergessen. Fast die ganze Welt? Nein, Karl Lauterbach nicht. Bei ihm und seinen Mitstreitern herrscht noch das Denken und die Begriffe wie vor einem und vor zwei Jahren. Die Zeit ist buchstäblich stehen geblieben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier mehrere Faktoren haben, die Grund dafür sind, dass man nicht hier in Panik geraten muss, sondern diese Sommerwelle zwar ernst nehmen muss, aber wir sind nicht also existenziell gefährdet. Es besteht keine also Notwendigkeit, hier in Panik zu geraten. Höre nur ich da eine gewisse Traurigkeit heraus aus diesen Worten des Ministers, dass eine Panik nicht notwendig sei, die er sonst bei jeder Gelegenheit schürt. Gut, er schürt sie hinausgezögert jetzt, er schürt sie jetzt für den Herbst, aber dieses Panikschüren gehört zu ihm so fest wie zu einem Huhn ein Ei. Trotzdem ist es nicht so, dass wir die Sommerwelle begrüßen können. Echt? Wer hätte das gedacht? Ich dachte, wir begrüßen die jetzt recht freundlich, wir gehen alle auf die Straße, winken und sagen Hallo Sommerwelle. Herr Lauterbach tritt ja inzwischen auch bei Amazon Prime als Comedian auf, als Kasper hätte man früher gesagt. Naja, man versteht allmählich. Warum? Nur bei Amazon Prime? Wir haben je nach Tag zwischen 50 und 130 Todesfälle, das ist keine Kleinigkeit, das heißt, wir haben nach wie vor eine deutliche Übersterblichkeit, insbesondere in der Altersgruppe der über 60-Jährigen, Covid-bedingt. Da würde ich jetzt wieder gerne wissen, wie viele davon mit Covid oder an Covid gestorben sind. Und ich hätte gerne Vergleichszahlen mit anderen respirativen Erkrankungen. Aber die bringt der Minister natürlich nicht. Die würden wohl auch nicht ins Konzept passen. Zum Zweiten, das Long-Covid-Risiko ist bei der Omikron-Variante zwar niedriger als bei der Delta-Variante, weil aber die Inzidenzen so hoch sind, haben wir derzeit sehr viele Long-Covid-Fälle, die wir neu bekommen. Zum einen gehen über Long-Covid die Meinungen auseinander, zum zweiten hat selbst der Spiegel darüber geschrieben, dass jetzt Menschen infolge der Impfung Symptome wie bei Long-Covid entwickeln. Darüber spricht der Minister natürlich nicht. Wo kämen wir denn da auch hin, wenn man das Narrativ hinterfragen würde? Das ist einer der Gründe, weshalb wir diese Sommerwelle nicht begrüßen können. Das haben inzwischen auch die verschlafensten Journalisten im Saal kapiert, dass man die nicht begrüßen darf, laut Karl Lauterbach. Und darüber hinaus infiziert natürlich jeder, der sich infiziert hat, auch möglicherweise andere und trägt damit dazu bei, dass die Welle sich ausbreitet. Wer hätte das gedacht? Gut, dass man einen studierten Epidemiologen hat, auch wenn es da Zweifel gibt bei ihm, der das erklärt. Als Normalsterblicher wäre man da ja nie darauf gekommen. Frage ist nur, warum behandeln dann Länder wie Spanien Covid inzwischen wie eine Grippe? Was ich empfehle, ist auf jeden Fall, dass derjenige, der sich selbst oder andere schützen möchte, dass er freiwillig in den Innenräumen Maske trägt. Und das ist notwendig, weil das Virus in Deutschland gefährlicher ist als in anderen Ländern. Ich war nämlich in vielen Staaten jetzt und nirgends habe ich das gesehen, dass da viele Menschen Maske tragen würden, oft überhaupt keine. Und da ist mir auch nichts bekannt, dass es
da zu massiven negativen Folgen kommt. Aber offenbar hat Karl Lauterbach ein anderes Virus in Deutschland aufgemacht und das deutsche Virus soll an der deutschen Ordnung und an Karl Lauterbach genesen. Entschuldigung, aber anders kann ich mir es nicht erklären. Beachten Sie, wie lange der Minister die Maske hier festgehalten hat, wie einen Schnuller regelrecht, etwas, an das man sich festhält. Das freiwillige Maskentragen muss zur Normalität gehören in unseren Innenräumen. Die Botschaft wird nochmal wiederholt, damit sie auch bei jedem hängen bleibt. Und Karl Lauterbach sagt hier ganz eindeutig, was er sich für eine Normalität vorstellt. Offenbar eine rein deutsche Normalität, die in anderen Ländern nicht so ist. Er sagt dann auch noch weiter, die Daten geben im Moment nicht her, dass man das verpflichtend macht. Sehr bemerkenswert. Also die Daten sind nicht so, dass man es verpflichtend macht, aber es muss zur neuen Normalität werden. Dieser Widerspruch fällt hier niemand auf und wetten, dass ihn keiner von den überaus kritischen Hauptstadtjournalisten fragen wird. Und jetzt hören Sie bitte genau hin. Jetzt sagt der Minister noch, dass er es besser weiß als die STIKO. Er empfiehlt eine vierte Impfung, obwohl die STIKO nicht empfiehlt, aber er ist klüger. Er ist auch selber schon zum vierten Mal geimpft. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ketzerische Frage, Entschuldigung. Vor schwerem Verlauf wird die vierte Impfung nicht genug genutzt. Daher also empfehle ich die vierte Impfung für all diejenigen, die zum einen durch die STIKO-Empfehlung abgedeckt sind, die über 70-Jährigen und diejenigen, die Begleiterkrankungen haben. Ich würde es aber selbst auch großzügiger handhaben. Ich bin zum Beispiel selbst auch ein viertes Mal geimpft. Frage, wozu brauchen wir noch eine STIKO und all die Experten, wenn der Minister das viel besser weiß? Rund 15 Minuten dauert der monotone Monolog des Ministers, wo die Pressekonferenz nur eine Stunde dauert. Vielleicht sollte man das künftig ganz ohne Fragen machen. Die Tendenz ist hier eindeutig und die Hausherren, also die Journalisten, die Bundespressekonferenz scheint nichts dagegen zu haben. Statt dem Chef des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, dessen Verhältnis zu Lauterbach ja zerrüttet sein soll, tritt dann sein Stellvertreter auf, liest angespannt vom Blatt ab, offenbar in der Angst, irgendetwas falsch zu sagen und macht dann dennoch bemerkenswerte Aussage wie diese. Voilà! Das RKI empfiehlt nach wie vor in Innenräumen mit mehreren Personen, zum Beispiel im Geschäft, im Supermarkt oder bei öffentlichen Veranstaltungen, mindestens einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt für alle. Wie bitte mindestens einen Mund- und Nasenschutz? Ja, was denn noch? Soll man ein Ganzkörperkondom tragen? Soll man eine Salatschüssel über dem Kopf tragen? Oder soll man mit Unkrautvernichtungsmittel um sich herum spritzen? Mindestens eine Mund- und Nasenbedeckung? Sind die von allen guten Geistern verlassen? Und bleiben Sie bei Atemwegssymptomen zu Hause und lassen Sie sich testen. Impfungen sind weiter wirksam. Genau, und eben deshalb hat der Minister gerade zur vierten Impfung aufgerufen. Sie verringern die Anzahl der Hospitalisierungen und Todesfälle deutlich. Komisch, der Minister meinte kurz zuvor noch, dass Sie auch die Ansteckungen verringern. Und jetzt ist nur noch von einer deutlichen Verringerung von Hospitalisierungen und Todeszahlen die Rede. Deutlich ist sehr, sehr relativ. Das klang früher einmal ganz anders und bei Lauterbach immer noch ganz anders. Ja, und viele Journalisten im Saal scheinen sich auch ganz brav an die Bitte, freiwillig weiter Masken zu tragen, zu halten. Hier auch der Kollege vom ZDF. Offenbar gehen sie immer noch davon aus, dass von oben, von der Regierungsbank, die Viren nicht so weit nach unten gehen als umgekehrt, obwohl dort viel mehr geredet haben. Für mich ein Rätsel, ich habe mich immer über diese einseitige Maskenpflicht echauffiert und jetzt machen die Kollegen das weiter. Für mich hat das was von einer Demutsgeste gegenüber den Regierenden. Dominik Schäfka, ZDF. Dann vielleicht die erste Frage an Herrn Lauterbach, was Sie zur Maskenpflicht sagen. Sie haben gesagt, der siebte Punkt wird noch vorgestellt. Aber heißt das, dass Sie von Ostern bis Oktober oder andersrum von Oktober bis Ostern eine Maskenpflicht in Erwägung ziehen? Wir bereiten derzeit die Regeln für den Herbst vor. Man kann diese Regeln auch quasi zusammenfassen, dass das, wenn man so will, unsere Winterreifen sein werden. Jetzt wird es wirklich abstrus, die Maske als Winterreifen. Es ist rational kaum noch zu fassen. Warum bitte, Herr Lauterbach, wenn Sie die Maske in Innenräumen für so wichtig halten, warum tragen Sie sie nicht hier in der Bundespressekonferenz? Die Journalisten tragen sie ja auch. Warum fühlen Sie sich besser? Warum glauben Sie, dass Sie weniger ansteckend sind? Fällt Ihnen gar nicht auf, wie unglaubwürdig Sie sich damit machen? Also, was ich gerade vorgetragen habe, die Bitte, in Innenraummasken zu tragen und die vierte Impfung empfohlen für diejenigen, die sich selbst schützen wollen oder andere, das sind, wenn man so will, die Sommerreifen.
Die Winterreifen werden vorbereitet. Mit anderen Worten, die ganze Chose, die ganze Obrigkeitshörigkeit, die ganze Verordnungspolitik, das wird neu vorbereitet. Wir werden im Herbst mit relativ großer Wahrscheinlichkeit genau das wieder erleben, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und das sagt der Minister hier ziemlich unverblümt. Also ich bitte einfach um Verständnis, dass ich das mit Herrn Buschmann erst einmal also im Hintergrund, dass ich das vorbereite, gut vorbereite. Aber es ist klar, dass wir also mehr brauchen, als was wir jetzt an Sommerreifen also aufgezogen haben. Also hier nochmal explizit, es geht im Herbst wieder los, das ist keine Verschwörungstheorie. Und davon können Sie ableiten, was wahrscheinlich da wohl rauskommt. Leider, leider ja, wobei es die Kollegen wohl freuen wird. Dann bin ich im Saal bei Herrn Linke. Ja, Herr Lauterbach, ich hätte ganz gerne zu den Impfstoffen nochmal gefragt. Sie haben ja jetzt gesagt, dass Sie in den nächsten 6 bis 12 Monaten Impfstoffe erwarten, die eine Ansteckung verhindern. Da hätte ich ganz gerne gewusst, auf welcher Technologie Sie diese Impfstoffe erwarten. Und kritischer Journalismus vom Feinsten. Böse könnte man auch sagen. Stichwortgeberei für die Regierenden. Bemerkenswert dann auch die Antwort des Ministers auf die 2. Frage des Kollegen von Reuters, ob es Impfstoffe geben werde, die eine Ansteckung vermeiden. Es gäbe Wissenschaftler, die glauben, dass so etwas möglich ist. Ich hatte das in Erinnerung, dass man uns vor 2 Jahren schon versprochen hatte oder 1,5 Jahren, dass wir das bereits hätten. Aber bloß nicht kritisch nachfragen, wo gehen wir da hin, wenn Journalisten kritisch nachfragen würden. Diese Impfstoffe sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar absehbar. Das ist, ich habe eben ja auch gesagt, dass ich das persönlich erwarte, dass uns das gelingen wird, dass das aber keine einvernehmliche Position unter Wissenschaftlern ist. Das ist wirklich relativ schwierig. Auf einmal wirklich sehr verwunderlich. Und das ist eine sehr spannende Frage, da bin ich auch mit Impfwissenschaftlern der ganzen Welt also im Kontakt. Achtung, Achtung, jetzt kommt doch noch eine Nachfrage, vielleicht etwas Kritisches, vielleicht ein Hinweis auf die Widersprüche. Moment. Darf ich ganz kurz nachfragen? Die Frage zielte darauf, auf welcher Technologie das basiert. Sind das dann mRNA-Impfstoffe? Oh, nee, das war dann doch nichts mit kritischem Nachfragen. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Es müssen ja noch kritische Fragen kommen. Hören wir weiter rein. Der Kollege Drebes von der Rheinischen Post fragt, würden Sie sich eine erweiterte STIKO-Empfehlung auf oder eine Erweiterung auf andere Bevölkerungsgruppen wünschen für die 2. Booster-Impfung? Die ist ja bisher für sehr eingeschränkte Bevölkerungsgruppen ausgesprochen. Toller Journalismus. Ich bin begeistert. Frage an die Regierenden. Würden Sie sich wünschen, dass es noch mehr so läuft, wie Sie sich das wünschen? Phänomenal. Danke, Rheinische Post. Ich erspare Ihnen jetzt die Antwort, weil das ist eigentlich das, was Lauterbach schon in seinem Monolog zum Thema STIKO gesagt hatte. Und die Frage war auch so, dass er das eigentlich nur wiederholen konnte. Es ist eigentlich intellektuelle Inzucht. Entschuldigen Sie mir das böse Wort. Ich würde gerne noch bei dem Themenkomplex Impfen bleiben. Herr Rinke, war Ihre Nachfrage dazu auch? Nee, dann mache ich hier nochmal bei dem Kollegen Czepke weiter. Genau dazu die Nachfrage zur 4. Impfung. Ganz konkret, also jemand, der 3-mal geimpft ist, der vielleicht im Dezember seine 3. Impfung bekommen hat, der sich vielleicht sogar auch noch nicht infiziert hat, der sollte, verstehe ich Sie richtig, jetzt im Juni oder Juli durchaus eine 4. Impfung mit dem bestehenden BioNTech oder Moderna-Impfstoff in Erwägung ziehen. Ich übersetze diese Frage des ZDF-Kollegen jetzt in Klartext. Ist eine 4. Impfung eine 4. Impfung? Das hat schon etwas von Förderschule. Dabei dachte ich, dass Einstellungsvoraussetzung beim ZDF ist, dass man weiter als bis 3 zählen kann. Nachfrage, sieht Herr Schade das auch so? Ich muss jetzt leider die Spannung herausnehmen. Auch Herr Schade glaubt, dass die 4. Impfung die 4. Impfung ist. Also da habe ich nichts hinzuzufügen. Emendörfer, RND. Kurze Nachfrage dazu nochmal. Sie hatten eingangs sehr, sehr viel über das Thema Ü60 gesprochen, also dass Sie die 4. Impfung für nicht erst für Ü70 Leute, sondern Ü60 schon empfehlen. Jetzt klang es so, als wenn es auch für 40, 50, 30-Jährige gilt. Also wie ist das vielleicht nochmal zu sehen? Mit Journalismus, wie ich ihn gelernt habe, hat das nichts mehr zu tun. Es ist eher eine Veranstaltung unter dem Motto: Politiker erklären ihre Politik in den Details. Journalisten, die es nicht ganz verstehen, fragen nochmal nach, um es sich dann nochmal erklären zu lassen. Doppelt erklärt hält besser. Die Kollegin Thomas von Dow Jones fragt zur 4. Impfung auch, ist diese auch empfohlen, wenn man sich nach der 2. oder 3. Impfung infiziert hat? Herr Schade, Sie sind darauf vorher schon eingegangen, aber vielleicht spiele ich die Frage trotzdem nochmal so konkret an beide weiter.
Jetzt habe ich es kapiert, es ist keine Pressekonferenz, es ist eine Sprechstunde. Da werden dann auch nochmal Fragen gestellt, die vorher schon beantwortet wurden. Faszinierend. Vielleicht sollte man es umbenennen in Bundessprechstunde. Der Kollege Jordans von AP fragt an Sie gerichtet, Herr Lauterbach, Arztpraxen berichten, dass Ihnen von Seiten des BMG der bisherige Vertrag zur Ausstellung von Covid-19-Impf- und Genesenzertifikaten zum 30.06. gekündigt wird. Was ist der Grund für diesen Schritt und deutet das darauf hin, dass das BMG die Pandemie für beendet betrachtet? Das, glaube ich, haben Sie schon beantwortet, aber... Nein, also naja, was soll's? Man kann ja die beantworteten Fragen nochmal stellen. Man kann sie ja immer nochmal stellen. Das schindet auch Zeit. Dann können keine kritischen Fragen gestellt werden, aber werden sie ja ohnehin nicht, weil offenbar niemand sich als kritischer Journalist versteht. Der Kollege Heller fragt, wie geht es mit den Impfzentren weiter, die ja schon massiv reduziert wurden? Wie hoch ist momentan die Dunkelziffer gemessen an den gemeldeten Infektionszahlen? Okay, das sind zwei verschiedene Fragen, aber vielleicht erst die Impfzentren. Auch hier muss der Minister enttäuschen. Auch diese Frage hat er schon beantwortet. Voilà. Ich glaube, dass wir tatsächlich durch die Impfkampagne, die ich eben erwähnt habe, das war ja der erste der 7 Punkte, die ich also vorgetragen habe, dass wir durch die Impfkampagne die Impfzentren wieder sehr viel stärker ins Spiel bringen werden. Der Kollege Wegner von der dpa fragt noch, erwarten Sie klare, frühzeitige Angaben für die Bevölkerung, wer genau welchen Impfstoff nutzen soll? Bisher sind die STIKO-Empfehlungen oft später als das tatsächliche Impfgeschehen und werden auch nicht allgemein zugänglich verkündet. Dann wechsle ich in den Saal, bin bei Herrn Rinke und dann bei der Kollegin oder bei Ihnen auf, genau. Ja. Herr Lauterbach, ich wäre ganz gerne mal auf das Bild mit den Sommerreifen zurückgekommen. Wenn wir jetzt feststellen, dass es im Sommer dauernd schneit, also sprich Sommerwelle, Anstieg der Infektionen, dann frage ich mich, warum die Maßnahmen erst im Herbst kommen, wenn Sie doch selber darauf hinweisen, dass zumindest was Long-Covid angeht, wir eine bedenkliche Entwicklung haben. Also deswegen die Frage, kommen oder schließen Sie aus, dass weitere Beschränkungen jetzt schon kommen müssen. Also wir haben im letzten Jahr und im vorletzten Jahr Reisebeschränkungen zum Beispiel durchdiskutiert. Wir haben Beschränkungen für Festivals durchdiskutiert, die im Moment auch wieder als ein Faktor gelten, warum die Zahlen vielleicht in die Höhe gehen. Schließen Sie aus, dass vor der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nach der Sommerpause jetzt schon weitere Maßnahmen beschlossen werden müssen? Und diese Leute haben mir vorgeworfen, ich hätte zu lange Fragen gestellt. Aber ganz im Ernst, das war keine Frage. Das war ein Agitationsvortrag, der dahin ging, dass man die Regierung dazu drängen will, doch gleich wieder schärfere Maßnahmen durchzuführen, so wie ich das seit 2 Jahren aus der Bundespressekonferenz kenne. Ich bin immer noch sprachlos. Die sind jetzt nicht geplant, weil jeder Einzelne sich jetzt relativ gut schützen kann. Was für eine Enttäuschung für den Kollegen. Da versucht man den Scharfmacher Lauterbach nochmal scharf zu machen, aber er lässt sich nicht ausreichend scharf machen. Schade aber auch. Das ist Michaela Rekal von der Taz. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu den Herbstmaßnahmen. Können Sie ein bisschen direkt ans Mikro sprechen, dass man Sie besser hört? Danke. Ich hatte noch eine Nachfrage an Herrn Lauterbach, was die Maßnahmen für den Herbst angeht. Sie hatten gesagt, in den Pflegeeinrichtungen soll es eine zuständige Person geben, die Hygienekonzepte erarbeitet und auch kontrolliert und auch wie der Impfstatus der Bewohnerinnen ist. Wird es dazu bestimmte Hilfen geben? Weil jetzt sind ja auch schon Pflegeeinrichtungen, haben Personalmangel. Wie soll das organisiert werden oder sind die Pflegeeinrichtungen selbst dafür dann verantwortlich? Die erste Frage, die in meinen Augen halbwegs journalistisch ist. Die Details werden wir noch ausarbeiten. Dazu wird es also einen Gesetzesentwurf in Kürze geben. Und im Rahmen also dieser gesetzlichen also Regelung wird auch klargestellt werden, in welcher Art und Weise wir die Pflegeeinrichtungen dort unterstützen können. Das waren jetzt bisher nichts als Worthülsen. Aber wir wollen es tatsächlich anders als in der Vergangenheit nicht also dem Zufall überlassen, ob einzelne Einrichtungen oder Träger also die Bewohner gut schützen oder nicht ganz so gut schützen. Wie bitte? Sie haben das früher dem Zufall überlassen. Sie sind jetzt schon 7 Monate Minister und haben das dem Zufall überlassen und Ihre Vorgängerregierung hat das dem Zufall überlassen. Sie haben das nicht aufgeführt und auch jetzt sagen Sie wieder nicht konkret, wie das Ganze gehen soll. Unglaublich. Tobias Lau vom Deutschen Ärzteblatt.
Herr Lauterbach, Sie hatten vor ein paar Wochen ja angekündigt, dass Sie die vergleichsweise ruhige Infektionslage im Sommer nutzen wollen, um ein paar andere ja gesundheitspolitische Baustellen anzugehen. Das klingt ja jetzt ein bisschen anders mit der Sommerwelle. Hat sich da jetzt der Stand ein wenig geändert? Gibt es da was Neues oder gibt es jetzt Verzögerungen? Stichworte wie EPA, Krankenhausreform, GKV-Finanzen, Gesundheitskioske. Wie ist da der aktuelle Stand? Phänomenal, ausgerechnet der Kollege von der Ärztezeitung zeigt hier den Kollegen von den großen Medien, wie kritischer Journalismus geht. Nein, das ist nicht anders. Also wir arbeiten derzeit also an einem Gesetzentwurf, an Eckpunkten für einen Vorschlag Gesundheitskioske und Community Health Nurses. Ja, und weiter zählt der Minister sehr langatmig eine Reihe von anderen Punkten auf, an denen man angeblich arbeitet. Und es kommt auch leider keine Nachfrage. Diese Aufzählung, die ist völlig belanglos, ohne konkrete Nachfrage, ohne Tacheles. Die Nachfrage kommt leider nicht. Dabei hatte ich mich schon so gefreut, dass es vielleicht doch noch kritisch wird. Die Kollegin Pugliese von ANSA fragt an das RKI gerichtet, was ist anders geworden mit den Kindern? Warum macht das RKI jetzt diese generalisierte Empfehlung für die Impfung? Ist die Quote der Kinder, die schwer krank werden, größer durch Omikron, beziehungsweise hat die sich verändert? Bezeichnend, dass diese heikle Frage ausgerechnet von der italienischen Agentur ANSA kommt und nicht von deutschen Journalisten. Die STIKO war eben im Herbst noch der Auffassung, dass die gerade was die Daten über die Risiken der Impfung angeht, einfach noch nicht ausreichend Daten da vorlagen, um letztendlich diese generelle Empfehlung zu machen. Und inzwischen gibt es mehr Daten, die zeigen eben, dass die Impfung für Kinder sehr sicher ist. Und es gibt natürlich auch noch mehr Daten, die zeigen, dass es eben auch bei Kindern quantitativ ist das jetzt nicht irgendwie mehr geworden, aber die zeigen eben auch, dass Kinder auch schwer erkranken können. Da gibt es sogenannte PIMS und es gibt die Myokarditis und andere Erkrankungen. Und das wird eben regelmäßig neu bewertet. Und mit der neuen Datengrundlage ist die STIKO eben zu der Auffassung gekommen, dass auch unter dieser Abwägung alle Kinder, nicht nur die Kinder mit besonderen Risiken, von der Impfung profitieren. Das ist höchst umstritten. Da gibt es Fachleute, die eine völlig gegenteilige Meinung haben. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt eine kritische Nachfrage kommt. Es kommt digital noch mal eine Frage, auf die vorher am Rande schon mal Thema war. Hat nach Ihren Erkenntnissen der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket zu einem Anstieg der Infektionszahlen beigetragen, Herr Lauterbach? Na, auf diesen Aspekt des 9-Euro-Tickets muss man erst mal kommen. Das kann ich nicht sagen. Die entsprechenden Daten liegen mir nicht vor. Das waren jetzt bis auf eine die letzte alle Fragen, die hier gestellt wurden heute auf der Bundespressekonferenz. Die letzte habe ich weggelassen, das ist der Kollege Rinke wieder, der die gestellt hat, weil ich sie nicht langweilen wollte. Warum habe ich mich diesmal so auf die Fragen konzentriert? Weil ich es für einen absoluten Skandal halte, was hier geschieht. Die Regierung und dieser Verein, Bundespressekonferenz, haben diese Veranstaltung monopolisiert. Der Verein hat eine Wärterfunktion dahingehend, dass kritische Journalisten ausgeschlossen werden. Der Henrik Brotter von der Achse kam nicht rein, ich wurde rausgeschmissen, die Kollegen von Tichy kommen nicht rein. Und das Resultat haben Sie hier heute gesehen. Das sind Streichelstunden mit der Regierung. Politiker sagen, was sie für richtig halten, und Journalisten fragen sie, warum sie das für richtig halten, und dass sie es nochmal genauer erklären. Das in einer Zeit, wo es unglaublich viele Fragen gibt, wo es unglaublich viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die brisant sind, wo die ganze Welt eine andere Corona-Politik hat, beziehungsweise große Teile, und man hat den Eindruck, hier ist die Zeit konserviert. Hier lebt man in einem Paralleluniversum. Das wollte ich Ihnen heute zeigen, dieses Paralleluniversum. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, persönlich, menschlich bin ich fast erleichtert, dass ich da nicht mehr dabei sein muss. Professionell blutet mir das Herz, weil jetzt ja offenbar gar niemand mehr dabei ist, der noch ein bisschen kritisch nachfragt. Und das ist für eine Demokratie ganz, ganz gefährlich. Das Landgericht Berlin hat meine Beschwerde gegen den Ausschluss und die Entscheidung, keine einstweilige Verfügung zu erlassen, abgewiesen. Ich gehe jetzt weiter in den Instanzen. Das Kammergericht hat jetzt eine Stellungnahme angefordert und mein Anwalt ist schwer am Arbeiten. Tausend Dank für alle, die das unterstützen. Wenn Sie selber auch wollen, dass ich eine Chance habe, da wieder reinzukommen, dann freue ich mich über Ihre Unterstützung.
Ja, danke, dass Sie sich das mit mir angetan haben und künftige Journalistengenerationen werden vielleicht mal in ihrer Ausbildung damit konfrontiert werden und dann analysieren müssen, wie es zu so einem Journalistenversagen kommen konnte. Alles Gute, danke, ciao, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, ciao. Und nochmal ein kleiner Nachspann. Ich bin wirklich entsetzt darüber, dass die Kollegen hier allesamt freiwillig in freiwilliger Unterwerfung weiter die Maske tragen. Das macht auch äußerlich deutlich, wie weit sich hier die Journalisten von der Realität entfernt haben, denn im normalen Leben werden sie so etwas nicht sehen und vor allem auch diese massive Diskrepanz, oben die Regierung ohne Maske, unten die Journalisten in freiwilliger Unterwerfung mit Maske. Unfassbar und extrem symbolisch.